Okay, ich gehe jetzt runter, baue das und danach leere ich mein Ding wieder aus. Es wird nämlich Zeit. Ach stimmt, ja, ich baue ja hier auch noch Sachen, ne? Die hat gar keine Seele mehr. Die Seele war anscheinend auch schon kaputt. Okay, zum Verbrennen. Erstmal hier rein. Ja. Ich meine, die 200 kriege ich hier schon hin. Das wird schon alles. Wir schaffen das. Ich hatte die komplett. Ah. Ich hatte die komplexen Teile vergessen. Habe ich eigentlich hier noch ein paar von denen? Ja, hätte ich. Okay, jetzt aber. Nebenbei, danach muss ich ein bisschen auf Eisen gehen. Ich habe nichts mehr. Ich werde noch eine Menge Eisen brauchen. Und damit meine ich wirklich eine große Menge Eisen. Hier Mauerkrematorium. Das kann ich ja nur hier bauen. Nein, könnte ich hier auch. Warte, ist das eine bessere Art, um Leichen zu verbrennen? Ich hab... Guck mal, was ich noch brauche. Ein paar Balken. Okay. Aber jetzt lass mich das doch bitte haben. Wäre sehr nett. Dann steigt es auch nochmal um 20. Ah, nur um 15. Okay. Okay, Technologie. Als hart auf hart kommt hier. Es kostet. Erweiterung, Heilen von Zorn und Heilen von Völlerei. Will ich das wirklich haben? Das ist natürlich jetzt die andere Frage.
Ich würde eigentlich schon sagen, ja. Zumindest wäre es nicht schlecht, wenn wir das hätten. So ganz nebenbei. Ja, ich habe jetzt einen davon zu wenig. Marmorurnenhalle. Und Kerzenständer 2. Ja, komm. Freischalten. Zwei weitere Sünden sind verfügbar. Ich sollte Eureka nach dem Aufladen der anderen Splitter fragen. Hier Erweiterung heilen von Völlerei. Und Erweiterung heilen von Zorn. Hier, was brauche ich? Blut und Fett. Habe ich beides. Also es ist kein Problem, ich habe das. Wir brauchen nur ein Blut, ein Fett. Das war's. Mehr brauchen wir nicht. Okay. Hauen wir jetzt beides da rein. Schaden tut's nämlich nicht. Und reden wir ihn wegen den nächsten beiden Splitter. Ich glaube, wir sind bereit, nach den nächsten Leuten zu suchen, die mit ihren Sünden die anderen Splitter aufladen können. Was wirklich? Wie wunderbar. Ich bin der Erfüllung meiner Träume einen Schritt näher. Also dann erzähl mal, was steht als nächstes an? Nun die Sünde von Zorn und Völlerei. Okay, gut, ich muss mir mal die Notizen ansehen. Hier steht etwas. Reden wir darüber. Reden wir über Zorn. Ich habe eine Idee, wer die zornigste Person im Dorf sein könnte. Und? Es wäre der Inquisitor. Der hat so einen kurzen Geduldsfaden, er muss es sein. Einen kurzen Geduldsfaden, ja? Also was hasst er denn am meisten? Also da wären Hexen, das Okkulte und all das so ein Zeug. Er verbrennt gerne alles in einem riesigen Feuer. Hexen, Feuer, aha. Ich hatte in der Stadt gehört, dass Hexen manchmal die Asche anderer Hexen einsammeln, um sie in ihren okkulten Ritualen zu benutzen. Wir können herausfinden, ob das wahr ist oder nicht. Ich habe eine Idee, aber sie gefällt dir vielleicht nicht. Wir sollten die Asche einer von diesem Inquisitor verbrannten Hexe finden und sie dem Inquisitor bringen. Das klingt nicht besonders schwer. Ich kenne eine Hexe, die vielleicht welche hat. Oh, großartig. Dann geh mal los. Reden wir über Völlerei. Völlerei, das ist, wenn... Für gewöhnlich, wenn eine Person für zwei ist. Für zwei ist. Vielleicht sollte ich beim Händler mein Glück versuchen. Der Händler, du meinst den aus der Stadt mit den gelb-orangenen Klamotten? Ja, genau den. Haha, ja, das ist ganz bestimmt unserer Mann. Er ist offensichtlich, aber es wird nicht einfach. Offensichtlich, weil wir wissen, womit wir ihn locken können, mit Essen. Aber nicht einfach, weil er so anspruchsvoll ist. Deswegen sollten wir es mit ungewöhnlichen Methoden versuchen. Vielleicht sollten wir uns nicht auf das Essen an sich konzentrieren, sondern auf etwas, das mit Essen serviert wird. Was meinst du? Etwa eine Soße? Etwas, das den Geschmack verbessert? Ich kenne einen Meisteralchemisten, ich werde mit ihm sprechen. Gute Idee, gefällt mir. Hoffen wir, dass es funktioniert. Boah, da habe ich echt viele Fragen an sie. Okay,
Nehmen wir erstmal die Lay. Oh, nur Schaden 5 bis 15. Okay, verletzte Seele. Aber wie verletzt ist sie denn? Seele heilen. Reicht das? Anscheinend reicht's. Noch ein paar Splitter sind sogar für uns übrig geblieben. Beten für Seelenfrieden. Anfertigen. Okay. Predigt Glauben plus 50. Glauben. Ein Glauben ist ein Silber und predigt ein Nein plus 25. Okay, Sündenscheibe Nummer eingesammelt. Ah, ich muss die Leiche verarbeiten. Obwohl, es ist eine 3-3-Leiche. Wir nehmen noch ein bisschen Blut. Wir brauchen nämlich Blut für diesen Blut mit Eimer und alles. Und Haut ist für Papier immer sehr gut. Nehmen wir einfach von allen noch ein bisschen. Ich meine, schadet ja nicht, wenn wir noch ein bisschen hier rumnehmen. Der braucht's ja offensichtlich nicht mehr. Aber ja, stimmt. Ich muss das Zeug hier noch bauen. Und da muss ich gucken, was ich rauskriegen könnte. Alchemieregal. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich könnte alles, was mit Alchemie hat, in den haben und in der Kiste den ganzen Rest. Theoretisch. Ich sollte auf jeden Fall erstmal alles aufräumen. Ja, das Gefäß. Okay, erstmal legen wir uns hin. Die Müdigkeit soll weggehen. Und ich kann einen Drückschluck trinken. Okay, wir fühlen uns jetzt wesentlich besser. Okay, die hier noch da rein. Okay, du stellst uns welche davon her. Das gebe ich noch alles ab. Holz sammelt sich ja jetzt von alleine.
hier in ein Flüchtlingslager. Obwohl doch, die stehen ja früh auf, also passt das eigentlich? Okay, reden wir mit ihr. Es ist, als wäre ich nur noch ein halber Mensch. Ich habe nur noch... Ja, okay. Ich habe deine Küche verbessert. Ich hoffe, jetzt kommen sie deinen Vorstellungen wenig näher. Oh, ganz bestimmt, mein lieber Werte. Du bist wunderbar, aber... Es gibt nur noch eine Sache, die zwischen mir und totalem Glück steht. Es gibt nichts, was unser hartes Leben ein wenig süßer macht. Da kann ich Honig empfehlen. Ich könnte dir sogar ein paar Bienenstöcke bauen. Oh, großartig, wenn du das tun könntest, dann teile ich ein paar kulinarische Geheimnisse mit dir. Klingt super. Baue Bienenstöcke. Oh Gott, oh Gott. Okay, nein, du hast nichts mehr für mich. Oha, 10 Bienen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich Insekten fange. Hier ist auch ein Seelenempfänger. Wo kann ich den bitte nicht bauen? Okay. Aber. Okay, ich brauche von dem allen was. Da führt kein Weg vorbei und Papier. 8 Nägeln, 12 Balken. Das muss ich anscheinend selber machen. Jetzt muss ich das noch irgendwie automatisieren. Aber wie? Ja, das wie, das ist die Frage. Hier war die Technologie. Ja, das hau ich mir rein. Seelenextraktor und Seelenbehälter. Das wollen wir auch noch haben. Ja, komm, alles rein damit. Zombie-Bergbau. Zombie-Abbau. Hier. Silber, Gold, Graphit. Ja, zack. Zack. Zombie-Abbau 2. Dafür brauche ich noch Marmorabbau. Geschnitztes Holz, Edelstein. Sammel Diamanten. Okay. Oha. Okay, ich brauche 4 Zombies.
brauchen wahrscheinlich mehr als eine Transportstation, damit die Zombies das auch machen. Okay, 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 okay. Erstmal eins nach dem anderen. Teile, Holz. Okay. Ein davon. Die brauche ich. Die brauche ich. Die brauche ich. Damit ich auch sicherlich genug habe, hau ich das da rein. Und werde mich denn dahin teleportieren. Ich werde noch den riesen Baum hier fällen. Alter, hat er nicht mittlerweile. Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Da war ja was. Okay, Steinbruch. Ich hab das Papier vergessen. Da doch zwei Kisten. Die werde ich höchstwahrscheinlich brauchen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich diese zwei Kisten brauchen werde. Da bringt er jetzt das rein. Seelenempfänger. Ich glaube nicht, dass ich den wirklich brauche, aber... Ey, ich baue den hin, wo ich kann. Auch wenn es vielleicht unnötig ist. Okay, jetzt brauche ich. Brauche ich noch einen von den Steinschneidern? Eigentlich ja, dass sich ein Zombie um die kümmern kann und der andere um das. Um das Eisen. Rein theoretisch könnte ich ihn auch. Ja genau, ich könnte hier als nächstes davon alles reinhauen. Ja, ich kann einfach sagen, unendlich davon, unendlich davon. Der würde das so lange machen, bis ich ihm anders sage. Okay, wir nehmen noch zwei Papier mit. Und dann kümmern wir uns gleich um die Leiche. Ja, sobald ich das dann auch automatisch habe, das Eisen, den Stein und später von mir sondern das Marmor, dann sollte es hier richtig anfangen loszugehen. Okay.